Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Die heutige Folge ist eine Ergänzung zur Folge 59. Es ging da um Tipps zum Bibellesen. Davon handelt auch diese Folge. Ich lese die Tipps aus zwei Bibelübersetzungen. Zuerst drei Punkte aus der Schlachter 2000 Ausgabe und anschließend 10 Tipps aus der neuen evangelistischen Übersetzung Bibel heute. Die kann man übrigens auch über meinen Blog www.einfachjesus.blogspot.com bestellen. Gratis natürlich. Und nun zu den Tipps. Zuerst die Tipps aus der Schlachter. Das regelmäßige und vertiefte Studium der Heiligen Schrift ist eine wahre Grundlage für geistliches Wachstum und eine Quelle vielfältiger geistlicher Segnungen für die Gläubigen. Es führt zu einer tieferen Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus Christus, zu besserem Verständnis der Ratschlüsse und Handlungsweisen Gottes und seines Heilsplans. Es bringt geistliche Festigung und Klärung mit sich und bewahrt davor, hin und her geworfen zu werden von jedem Wind der Lehre. Nur durch regelmäßiges und vertieftes Erforschen der Heiligen Schriften kann uns der unermessliche Reichtum des inspirierten Wortes Gottes schrittweise tiefer erschlossen werden. Viele Aussagen der Bibel erkennen wir erst richtig, wenn wir sie mehrfach und im Zusammenhang mit anderen Aussagen lesen und erforschen und darüber nachsinnen. Dies wird nur dann wirklich gesegnet sein, wenn wir das Studium der Heiligen Schrift in einer Haltung der Ehrfurcht vor dem heiligen, allmächtigen Gott und seinem vollkommenen, durch den Geist eingegebenen Wort betreiben. Wir sollten die Bibel in dem Bewusstsein lesen, dass nicht unser begrenzter menschlicher Verstand, sondern allein der Geist Gottes in der Lage ist, uns die Aussagen dieser wunderbaren, lebendigen und kräftigen Gottesoffenbarung aufzuschließen. So sollte die Bitte an Gott und sein Wort durch seinen Geist zu eröffnen und klar zu machen, immer unser Bibelstudium begleiten, ebenso wie die Bitte, unsere Herzen zu reinigen und zu heiligen und uns Sammlung und geistliche Gesinnung zu schenken. Schließlich sollten wir bestrebt sein, das Empfangene auch nach Kräften auszuleben, damit wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Worts sind. Die Möglichkeiten des Bibelstudiums sind eigentlich unbegrenzt und sehr vielfältig in ihren Methoden. Hier sollen einige Hinweise genügen. Man kann vielleicht drei grundlegende Arten des Bibellesens unterscheiden, die alle wichtig und von großem geistlichem Gewinn sind und miteinander verbunden werden sollten. Erstens, das fortlaufende Durchlesen der ganzen Bibel. Ungezählte Gläubige können bezeugen, wie sehr es ihnen zum Segen geworden ist, die ganze Heilige Schrift regelmäßig durchzulesen. Das kann in der Reihenfolge geschehen, wie die Bücher in der Bibel angeordnet sind, oder in einer Mischung von alttestamentlicher und neutestamentlicher Bibellese. Es ist ein gutes Ziel, jedes Jahr mindestens einmal die ganze Bibel durchzulesen. Zweitens, die vertiefte Betrachtung einzelner Bibelworte. Es ist sehr wichtig, regelmäßig einzelne Bibelworte, einen Vers, einen Abschnitt, einen Psalm, zu betrachten und unter Gebet über sie nachzusinnen, um tiefer in ihren Sinn einzudringen und sie für das persönliche Leben anzuwenden. Drittens, das Studium der Bibel in größeren Zusammenhängen. Es bringt großen geistlichen Gewinn, immer wieder nach Zusammenhängen in der Schrift zu forschen und sie nach verschiedenen Gesichtspunkten systematisch zu studieren. Hierbei ist die Benutzung von guten, bibeltreuen Kommentaren sowie einer umfassenden Konkordanz eine Hilfe. Dieses Studium kann auf verschiedene Weise geschehen. Das Studium zum Beispiel eines Buches, das Studium eines Themas, wobei alle Aussagen der Schrift zu diesem Gegenstand sowohl im Alten wie im Neuen Testament herangezogen und eingeordnet werden. Das Studium von Christus und seinen Herrlichkeiten im Alten und Neuen Testament oder das Studium bestimmter Personen, wobei alle Aussagen der Schrift über sie einbezogen werden. Das Studium bestimmter Worte oder Schlüsselbegriffe in der ganzen Bibel.
Der Vergleich bestimmter Schriften bzw. Schriftabschnitte oder Personen in der Bibel miteinander. Und das Studium alttestamentlicher Vorbilder und ihrer neutestamentlichen Entsprechungen. Es bleibt noch die Ermunterung anzufügen, dass das Auswendiglernen von Bibelworten dem Gläubigen einen wertvollen Schatz vermitteln und mithilft, die Wahrheiten der Bibel tiefer ins Herz und Denken und Leben einzuprägen. Das geschieht durch die Scripture Songs, die auch in verschiedenen Folgen behandelt werden, oder auch als Lieder auf dem genannten Blog downzuladen sind. Und nun zu den Tipps aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Erster Punkt, regelmäßig lesen. Am besten legt man sich eine ganz bestimmte Zeit am Tag fest, die für das Bibellesen reserviert bleibt. Viele Menschen haben schon die Erfahrung gemacht, dass solch eine regelmäßige, stille Zeit ihnen hilft. Apropos stille Zeit, das wird einer der Themen der nächsten Folgen sein. Zweiter Punkt, systematisch lesen. Wer die Bibel an irgendeiner Stelle aufschlägt und zu lesen beginnt, ist schnell verwirrt. Kleine, fortlaufende Happen sind besser, zum Beispiel eines der Evangelien. Viele Christen benutzen einen fortlaufenden Bibelleseplan. Punkt 3. Die ganze Bibel berücksichtigen. Wenn ich versuche, einen Text zu verstehen, dann darf ich mich ruhig daran erinnern, was in den anderen Texten stand. Die Bibeltexte geben mir ein Bild von Gott wie bei einem Puzzlespiel. Die Texte gehören irgendwie zusammen. Punkt 4. Lesen mit Fantasie. Was wollte der Schreiber? Was die handelnden Personen? Was haben die ersten Zuhörer oder Leser gedacht? Viele notieren sich nach dem Bibellesen ein oder zwei Merksätze. Punkt 5. Meine Antwort. Gott redet zu mir durch die Bibel und er wünscht sich meine Antwort. Wenn ich Gottes Reden gehört habe, soll ich in meinem Alltag danach leben und Gott dankbar sein für sein Reden. Es kommt nicht darauf an, wie viel ich gelesen habe, sondern ob ich nach dem Gelesenen handle. Punkt 6. Schwierige Bibelstellen. Nicht alle Bibelstellen muss ich gleich verstehen. Schlaue Leute haben meterweise Bücher zur Bibel geschrieben und haben immer noch viele Fragen. Aber es gibt genug Texte, die ich verstehen kann und die gilt es zu erforschen. 7. Punkt. Keine großen Geheimnisse. Natürlich redet die Bibel in vielen Bildern. Aber nicht hinter jedem Wort steht ein großes Geheimnis. Wir müssen also nicht endlos stöbern, um alles ganz genau zu begreifen. Punkt 8. Die Bibel ist kein Glücksbringer-Horoskop. Die Bibel ist kein Zauberbuch. Wir können sie nicht an einer beliebigen Stelle aufschlagen und dann eine göttliche Zauberantwort erwarten. Die Bibel ist Gottes Botschaft an uns. Sie enthält alles, was wir brauchen. Punkt 9. Keine Bibeldiät. Gott will uns vieles sagen. Darum sollen wir nicht immer nur dieselben Texte lesen, sondern uns mutig auch mal an neue Abschnitte heranwagen. Bibellesehilfen sind auch gerade dafür sehr nützlich. Und schließlich Punkt 10. Bibelgespräch. Mit Freunden, Bekannten oder in der Familie über das zu sprechen, was man beim Bibellesen entdeckt hat, lässt andere teilhaben an den gefundenen Schätzen und festigt gleichzeitig das erworbene Wissen. Soweit die Tipps aus der neuen evangelistischen Übersetzung Bibel heute. Gerade zum Bibelgespräch möchte ich sagen, dass es wunderbar ist, mit Menschen zusammenzusitzen, um Themen zu besprechen. Die Menschen bringen verschiedene Aspekte ein und so rundet sich ein Thema, rundet sich ein
Abschnitt der Bibel besonders gut ab. Und es ist eine Freude, eben mit Freunden und Bekannten zusammenzusitzen. Auch jetzt in der Corona-Zeit eine gute Möglichkeit, in kleinen Gruppen das zu praktizieren. Ich bin sicher, dass die Anwendung der Tipps dieser beiden Folgen von Gott gesegnet wird. Das zu erleben wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern. Auf Wiederhören bei einer neuen Folge von Max 15.